Wer bist du? Du darfst nicht hier sein. Ultrabrutales gibt es nicht nur bei den Droogs von Clockwork Orange. Auch id Software scheint sich dieses Leitmotiv für Doom Eternal gewählt zu haben. Ich bin Dennis Hiller von Gamers Global und für diesen Test habe ich reihenweise Dämonen getollschockt. Wie schon das Ur-Doom von 1993 macht auch Eternal keine Gefangenen, was den Gewaltgrad und die Spielgeschwindigkeit angeht. In einem Affenzahn rast ihr durch die Arenen, während die doppelläufige Super-Shotgun aus allen Rohren feuert und ihr anschließend mit einem Glory-Kill einem Dämon den Arm brecht und ihn mit seinem eigenen Knochen erstecht. Die Finisher gab es bereits im Reboot der Serie von 2016, in Doom Eternal gewinnen sie aber noch mehr an Bedeutung. Blinkt ein Gegner auf, solltet ihr ihn ohne Wenn und Aber Saures geben. Denn die Entwickler haben die Anzahl der Lebenspickups in den Levels merklich reduziert und somit füllt ihr eure Energie vornehmlich durch die herrlich stumpfen Manöver auf. Auch an Rüstung und Munition geizt der Shooter nun deutlich mehr und auch hierfür gibt es Abhilfe. Wenn ihr Pinkies, Höllenbarone und sonstiges Höllengesocks mit dem Flammenspeier in Brand steckt, verlieren sie Rüstungspickups. Zerteilt ihr sie mit der Kettensäge, füllen sich die Magazine eurer Waffen wieder. Allerdings könnt ihr nicht jeden Dämon direkt entzweien. Lediglich die schwächeren Zombies und Imps lassen sich mit einer Aufladung zerlegen. Größere Gegner machen es erforderlich, dass ihr zunächst zusätzliches Benzin sammelt. Durch diese tiefgreifenden Änderungen im Spielsystem wird Doom Eternal eine ganze Ecke flotter als sein Vorgänger. Ihr müsst dynamisch reagieren und im richtigen Moment Feuer spucken oder zur Kettensäge greifen, um nicht plötzlich mit heruntergelassener Hose dazustehen. Am Anfang empfand ich die teils minutenlangen Kämpfe deshalb noch als extrem stressig. Nach etwas Einarbeitungszeit hatte ich es aber im Gefühl, wann es mal wieder Zeit für einen Glory Kill ist oder dass ich bereits bei der Notreserve meiner Munition angekommen bin. Nicht zu unterschätzen ist der neue Blutschlag. Nach zwei ausgeführten Glory Kills macht euer nächster Nahkampfangriff extra Schaden und tötet kleinere Dämonen sofort. Außerdem verlieren so erledigte Gegner ein paar Lebenspunkte. Das Kampfsystem entwickelt einen Flow, der einen nicht mehr so schnell loslässt, wenn man ihn einmal verinnerlicht hat. Dazu kommen die frischen Parkour-Elemente, durch die ihr mit Doppelsprüngen oder Zweifach-Dashs durch die Arenen fegt und euch an Stangen durch die Gegend schwingt. Leichter wird das ohnehin knackige Spiel, dadurch aber wahrlich nicht. Während die ersten Kämpfe gegen die dämonischen Horden noch ziemlich einfach gehalten sind, zieht der in vier Stufen regelbare Schwierigkeitsgrad schnell sogar auf der zweiten Einstellung schon heftig an. Wer hier nicht Reflexe wie ein junger Puma hat, der sollte vielleicht doch etwas nach unten korrigieren, was glücklicherweise jederzeit möglich ist. Ausgezeichnet! Vernichte den Ketzer! Die neuen Bewegungsoptionen kommen auch in den Hüpfpassagen zum Einsatz. Um voranzukommen, müsst ihr euch an entsprechenden Wänden festhalten, den Dash gekonnt einsetzen und Schalter aktivieren. Das ist durchaus anspruchsvoll und nicht immer ist der richtige Pfad sofort ersichtlich. Grüne Markierungen weisen euch aber den Weg. Als Auflockerung zwischen den intensiven Ballerorgien fand ich die Abschnitte durchaus angenehm. Um euch das Leben leichter zu machen, könnt ihr aber auch wieder auf Waffenmods zurückgreifen. Diese findet ihr an Drohnen und sie lassen beispielsweise eure Schrotflinte Granaten verschießen oder statten euren Raketenwerfer mit einem Zielsuchsystem aus. Durch abgeschlossene Kämpfe oder versteckte Herausforderungen verdient ihr Waffenpunkte, mit denen ihr die Mods weiter verbessert. Der Haken der Super Shotgun setzt dann gegriffene Gegner in Brand oder das Nachladen der Scharfschützenfähigkeit des schweren Maschinengewehrs braucht kürzer. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die Verbesserungen eures Prätorenanzugs. Ihr findet die benötigten Münzen in der Spielwelt oder erhaltet sie für abgeschlossene Level-Herausforderungen wie Sprenge 5 Geschütze von Revenants ab. Durch die Upgrades lasst ihr neue Fässer in der Umgebung erscheinen oder mindert den erlittenen Schaden in radioaktivem Schleim. Mit Runen erhaltet ihr passive Fähigkeiten. Ihr verlangsamt die Zeit, nutzt ihr in der Luft euren Sekundärfeuermodus oder eure Gegner bleiben länger benommen. Apropos Geschütz absprengen. Im neuen Doom könnt ihr bei gewissen Monstern nun auch Teile abschießen, wodurch sie weniger gefährlich werden. Der Spinnen-Maschinen-Hybrid Arachnotron ist ohne sein oben montiertes Geschütz beispielsweise gleich gar nicht mehr so bedrohlich. Zu guter Letzt gibt es zum Upgrade eures Doomslayers noch die Wächterkristalle. Diese erhaltet ihr an entsprechenden Terminals und erhöht mit ihnen Lebensenergie, Rüstung oder Munitionskapazität.
Zudem schalten je zwei Verbesserungen in Kombination noch einen weiteren Bonus frei, wie dass große Dämonen, die ihr mit dem Flammenspeier ankokelt, länger brennen. Jetzt aber mal Butter bei die Dämonen. Warum veranstaltet ihr das Schlachtfest überhaupt? Die Story von Doom Eternal ist zwar genauso interessant wie die Farbe der Unterhosen des Doomslayers, aber hier eine Schnellzusammenfassung. Der mürrische Held will die drei Höllenfürsten erledigen, um an die Khanmaker zu kommen, ihren Kopf vom Rumpf zu trennen und die Welt von den blutrünstigen Biestern zu befreien. Die gesamte Erzählung hat mich nicht groß interessiert und erschien mir auch eher banal. Id Software versucht sie aber durch Infokarten und Kompendiumseinträge etwas spannender zu gestalten. Ich für meinen Teil war aber froh, jede Cutscene skippen zu können. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Als kleine Hubwelt fungiert die Fortress of Doom, eine schaurig schöne Festung, die ihr nach Missionen besucht. Hier betrachtet ihr eure Collectibles oder setzt gefundene Wächterbatterien in passende Fassungen ein, um neue Prätorenanzugspunkte, Waffenmods oder Outfits zu erhalten. In Sachen Technik hat sich Id Software bei Doom Eternal nicht lumpen lassen. Die von mir getestete Xbox One-Fassung lief auf der S-Version der Konsole stabil bei 1080p und 60 Frames. Auf der Xbox One X hingegen wurde die Auflösung von 1800p auf UHD hochskaliert, ebenfalls bei stabilen 60 Frames pro Sekunde. Lediglich kleinste Nachladeruckler kamen hier und dort einmal auf, aber nicht in einem störenden Maße. Grafisch tritt Doom Eternal in die Fußstapfen seines Vorgängers, auch wenn die Schauplätze nun deutlich abwechslungsreicher sind. Statt Hölle, Raumstation, besucht ihr nun auch von Dämonenfleisch überwucherte Städte, heilige Orte der Maker und blutverschmierte Kultistentempel. Die Animationen der Gegner sind geschmeidig und flüssig, allerdings fehlt es etwas an echtem Horror. Vielmehr will das Spiel euch über seinen rohen Gewaltgrad gruseln. In Sachen Soundtrack bin ich einmal mehr überwältigt. Die Musik stammt erneut aus der Feder von Mick Gordon und punktet durch wuchtige Heavy-Metal-Riffs, die in Kombination mit elektronischen Beats schon fast für eine Art Trance gesorgt haben. Dazu gesellen sich nun auch epische Chorgesänge und Ambient-Sounds, wenn ihr gerade eben nicht in Kämpfen seid. Die Waffensounds selber sind satt und wuchtig und als besonderes Highlight fungieren die Grunzer und Geräusche der Dämonen. Kommen wir zum Fazit. Als das erste Doom im Jahr 1993 erschien, war ich gerade mal zarte 2 Jahre alt. Mein Erstkontakt mit der Reihe fand also erst deutlich später mit Doom 3 statt, das ich nett fand, von dem ich aber nicht umgeblasen war. Das 2016er Reboot hingegen, das war eine ganz andere Nummer für mich. Der Soundtrack, die stumpfe Action, das rasante Gameplay, all das fesselte mich regelrecht vor den Bildschirm. Mit Freude habe ich daraufhin die alten Teile nachgeholt und war dementsprechend heiß auf Doom Eternal. Und auch wenn Id Software einiges anders macht im neuen Teil, so ist er für mich noch ein Stück besser als sein Vorgänger. Durch den verstärkten Fokus auf die Glory Kills und Flammenspeier sowie Kettensäge musste ich zwar meinen antrainierten Spielstil etwas ändern, sobald ich das System aber verinnerlicht hatte, machte es einen Riesenspaß. In Kombination mit den Parkour-Elementen entwickelt Doom Eternal einen ganz eigenen Reiz, der aber mit einer durchaus heftigen Lernkurve daherkommt. Durch Ronen, Prätorenanzugs-Upgrades oder Waffenmods habt ihr aber genug Möglichkeiten, um euch das Leben einfacher zu machen. Unfair wird das Spiel zudem an keiner Stelle. Abseits der teils schon absurd lustigen Gewaltdarstellung bietet Doom Eternal zur Auflockerung auch kleinere Hüpfpassagen. Und glaubt mir, ihr werdet froh um diese sein. Nach einer mehrstündigen Mammutsitzung mit dem Spiel war ich körperlich regelrecht fertig. Ständig musste ich in Bewegung bleiben, auf neue Herausforderungen reagieren und besonders der axtschwingende Marauder, den ich nur in bestimmten Augenblicken angreifen konnte, verlangte mir alles ab. Aber so soll ein Shooter für mich sein. Herausfordernd, nicht unfair und belohnend. Meine Note lautet daher 9.0 von 10. Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de. Und wenn ihr uns auf YouTube zuseht, vergesst bitte nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Vielen Dank!